zahlreichen Verschiebungen ist es endlich da. DTM Race Driver von Codemasters. Im Rennspielmix aus Simulation und Arcade Racer dreht sich alles um die Karriere von Nachwuchsprofi Ryan McCain. Die Geschichte um den Piloten solle die Besonderheit von DTM Race Driver im Vergleich zu anderen Rennspielen sein. Doch was in den Zwischensequenzen gezeigt wird, erweist sich als langweilige Durchschnittskost auf Seifenoperniveau und eine Ansammlung von Binsenweisheiten und Klischees. Ah, Sie haben viel Zeit, was? Ein kleiner Scherz, Wickenson. Wenn Sie in dieser Welt Erfolg haben wollen, müssen Sie immer und zu jeder Zeit 100% geben. Unter dem Strich ist DTM Race Driver damit immer noch ein sehr gutes Rennspiel, in dem vor allem ein guter Start über Sieg und Niederlage entscheidet. Spannende Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es oft nur in den ersten Runden. Sie können zwischen 4 Kameraperspektiven wählen: der Außenansicht, der Cockpit-Ansicht, der Motorhaubenperspektive und der Stoßstangenansicht. Dabei bietet die Motorhaubenperspektive den besten Kompromiss aus Geschwindigkeitsgefühl und Steuerbarkeit. Ein großer Pluspunkt von DTM Race Drivers sind die abwechslungsreichen Rennserien, Autos und Strecken. Ob nun auf dem Stadtkurs von Vancouver, der deutschen Tourenwagenmeisterschaft auf dem Hockenheimring oder die NASCAR-Rennen in Amerika. Ryan McCain muss überall beweisen, dass er das Zeug zum Champion hat. In allen Rennserien verfügt DTM Race Driver über ein detailliertes Schadensmodell. Da bleibt bei Unfällen schon mal ein Teil des Autos auf der Strecke. Die Auswirkungen auf die Fahrphysik sind zwar sehr moderat, doch bei allzu schweren Schäden sollen sie doch einmal in der Boxengasse vorbeischauen. Ryans Mechaniker flicken ihr Vehikel hier wieder zusammen und sie können kurz durchschnaufen.